Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, hier im Showroom von Classic Parfums und The Nose Behind. Glaube ich, ein sehr spannender Moment, hier ja, mal den Showroom zu zeigen. Ja. Und ja, Herbert, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke dir, Kai. Und ich hoffe, der Größenunterschied ist nicht zu schlimm für euch. Ja, ich gehe runter. Alles klar, genau. Also klein bist du ja nicht. Könntest du auch hinsetzen, aber. Ah, ja. Nee. Ich könnte mich hinsetzen, meinst du? Nee, genau. Nee. Ist alles gut. Wir haben gedacht, dass wir heute einfach mal so ein paar Düfte von dir zeigen, also deine Favorites, was so gerade für dich vielleicht gute Düfte sind, die neu rauskommen, die du gerade gerne trägst. Und genau, jetzt stehen wir gerade schon vor Xerjoff und Casa Morati. Was ist denn für dich gerade so der Xerjoff-Duft, den jeder mal testen muss? Ich habe ja so ein paar Sachen, die jetzt nicht so, ich sage jetzt mal so wahnsinnig gefragt sind oder sowas, ne? Die ich finde, aber die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Ich fange ja hier an, unten bei JTC mit Kommandante. Haben wir denn hier? Das hier, genau. Der Kommandante. Also ich finde das, ich trage den selber auch sehr viel. Ich finde ihn einen von den, sagen wir ein bisschen so Hidden Champions in JTC, weil er einfach, ja, der hat noch so eine schöne fruchtige DNA, ist ein schöne Würze. Es ist, ich sage mal, für mich sogar noch interessanter als wie so ein 40 Knots von der Art her. Wirklich so ein typischer Herrenduft, meiner Meinung nach, den man sehr gut tragen kann. Mhm. Ich weiß, dass zum Beispiel auch eine Influencerin Demi Rowling, ihr Freund genau. Pierre, der trägt den auch gerne und sie findet den ganz cool an ihm. Ja. Also ich finde, das ist so ein Duft, der ist jetzt nicht so ultra niche, aber ich finde den eigentlich super, super gut. Dann, es ist natürlich, glaube ich, ist ausverkauft. Ist natürlich für mich hier aus der neuen K-Collection oder beziehungsweise auf der wieder aufgelegten K-Collection ist natürlich der Jabir. Der Jabir ist mein Favorit hier drin. Warum ist es mein Favorit? Es ist natürlich so eine Rosen-Oud-Kombination, aber das ist natürlich, es gibt immer hunderte von Rosen-Oud-Kombinationen und jeder hat seine eigene Individualität und der ist halt so, ja, er spricht mich einfach an. Das ist jetzt schwer zu sagen, was es genau ist, was mich anspricht, aber es ist einfach das, was ich mir so vorstelle. Nicht zu heftiges Oud von der Art her drin, aber diese fruchtige, er hat auch diese Note, die für mich so ein bisschen erinnert, so ein bisschen fast wie so Süßgeschichten. Also wenn man jetzt denkt an diese persischen Süßigkeiten, die so in Honig getränkt sind, immer so Pistazien-Honig-Kombination. Ja. Die finde ich da, aber am Anfang auch da. Ja, und das ist viel, viel stärker als vorher, weil ich fand den vorher eher so pudrig, fast schon. Und der ist jetzt viel stärker in den Sachen drin. Ja. Also der ist zum Beispiel jetzt der, wo ich sagen würde, aus der K, der mir sehr gut gefällt. Was ich finde, was so ein bisschen immer ein bisschen unterm Radar ist, ist natürlich, ich meine, man kennt, weiß ja, meine Favoriten, der Kobe, das hatten wir auch schon immer wieder mal. Aber ich würde jetzt immer auch sagen, was für mich immer so ein bisschen Schattendasein hat, aber der auch ein toller Duft ist, den ich toll finde, ist Vardasina. Vardasina hat so ein bisschen diese Variante von Lailati, der schon sehr dunkel ist und so, ich sage es mal so, sehr holzig, dunkel, würzig. Und Vardasina kombiniert das mit einer Rose. Also Rose ist für mich immer so im Herrenbereich eigentlich die Note, mit der man am besten spielen kann, was so Dings anbelangt, so florale Noten. Mhm. Und er hat diese Animalik oder beziehungsweise diese Würze vom Lailati, aber gleichzeitig etwas diese frische Rose drin. Finde ich also, obwohl der Flakon so rot ist, würde jeder sagen, ist ein Damenduft, finde ich eigentlich gar nicht. Also für mich ist der sehr herrenlastig. Das ist auch so ein Pick, wo ich sagen würde, den sollte man in Betracht ziehen und mal ausprobieren. Hier haben wir so ein bisschen gemischtes Programm. Wir haben einmal Anfass, was im Vertrieb bei Classic Parfum ist. Dann haben wir Clive Christian. Clive Christian ist, muss ich zugeben, zu neben Xerjoff meine Lieblingsmarke. Erstaunlicherweise, wir haben einige Marken im Vertrieb. Ich stehe auch hinter allen Marken. Ich finde die auch irgendwie cool und toll. Persönlich muss ich aber sagen, dass ich sehr wenige Marken trage. Ich trage sehr wenige Düfte, aber auch wenige Marken. Bestimmte Marken trage ich zum Beispiel gar nicht. Das halt bezieht sich jetzt nicht nur auf Marken, die wir vertreiben, sondern ich trage fast auch sehr wenig Marken, die ich selbst mache, sag ich mal so. Also das ist ein bisschen komisch, aber es ist de facto so. Ich nehme jetzt mal ein Big machen bei Clive Christian. Und da ist es so, das sind für mich, ich sage mal, vier Düfte, die ich einfach ganz toll finde und die ich herausheben würde. Es gibt zwei moderne und zwei klassische. Wenn ich die zwei klassischen nehme, ist es natürlich Nummer eins. Ja, ich muss jetzt immer schauen, was der Herren-Ding ist. Und der Ding ist jetzt der Herren hier, weil die gibt es natürlich in Herren- und Damen-Variante. Der Nummer eins ist für mich so, ja, irgendwie ein bisschen Endstufe.
in dem Sinne sehr, ich sage mal, floralwürzig, hat so eine Haarspray-Note, was viele sagen, es riecht so wie Haarspray und so weiter. Sehr speziell, also wirklich sehr individuell, sehr eigenartig, Wahnsinns-Performance. Aber das ist so ein Duft, den man trägt, weil man sagt, ich kann es. Ich kann es einfach. Das heißt, ich muss mich nicht über den Duft definieren. Ich suggeriere damit auch, dass ich in einer bestimmten Liga spiele und mir das leisten kann oder das leisten will. Was auch wiederum eine Abgrenzung ist, muss man einfach fairerweise sagen. Und das ist irgendwie so, wo man sagt, okay, ich gebe mich mit dem Rest gar nicht ab. Ich bin da, das ist meins, ich mache das. Das ist die Nummer eins. Deswegen ist er auch die Nummer eins. Ja, ich finde den sehr geil, weil er so seifig ist. Ne? Ja, also ist eher so oldschool-mäßig, obwohl er es ja von Gesa Schön, glaube ich, gemacht ist, aber trotzdem so. Wo ich sage, das ist für mich so der Gentleman-Duft, schlechthin ist 1872. Das ist so, wo ich sage, okay, für die Herren, die jetzt so riechen wollen, wie man einen seriöseren Herrn sich vorstellt, also nichts Fruchtiges, sondern eher so Fougère-artiges. Und das ist der, der hat eben da diese grünen Noten, dieses Fougère-artige, das Eichenmoos, Lavendel, diese ganzen Komponenten. Und da ist er sehr aristokratisch, kommt sehr gut raus, ist nicht so zeitgeistig, gebe ich zu, ist eher etwas oldschool von der Art her, aber ich finde den, das ist so ein Statement. Den kann man eben auch jemandem geben, der, ich sage, nicht im Parfum-Game drin ist, der nicht andauernd mit den ganzen Sachen rum, sondern du pickst jetzt so irgendeinen seriösen Mann von der Straße und da gibst du den Duft, dann würde er wahrscheinlicherweise zwischen allen, die wir jetzt haben, würde er den wählen, weil er sagt, das identifiziert er sich einfach. Ja, absolut. Ja, und die zwei modernen? Die zwei modernen kommen jetzt, die trage ich auch gerne, also es ist jetzt nicht so. Das ist einmal der Hedonistic. Okay. Der ist ja eins für mich der besten Releases, die Clive gemacht hat. Jo. Die Kirsche war das, ne? Die Kirsche, genau. Die Kirsche ist das. Ja. Also der ist wirklich außergewöhnlich. Ich finde einfach, ja, diese Kirsche, aber auch, ich sag mal so, dieses Schokoladenkirschige auch. Also so ein Moncherie-Touch, ne? Ohne das Süßsam, der da drin ist. Dann eben hinten raus wird auch wirklich dieses ambrierte, warme, das gut rüberkommt. Das ist ein Wahnsinnsduft. Das ist ein Wahnsinnsduft, mit dem man keinen kreischigen Auftritt hat. Also man ist jetzt nicht so over the top, aber trotzdem sehr präsent. Ja. Das ist schon toll. Absolut, ja. Der zweite ist Blond Amber. Okay. Und spannend. Blond Amber ist so ein Performance-Monster. Finde ich ja so geil für den Herbst, ne? Ja. Weil er einfach... Wobei, das rockt man auch im Sommer. Okay. Das rockt man auch im Sommer, weil das ist halt... Der ist also es ist halt irgendwie so, der hat diese Gourmand-Noten drin, der hat dieses Amber, aber dieses gourmandige Amber drin, so ein leichte, ich sage auch so Pfeifentabak-Ansätze, ne, die immer so ein bisschen aromatisiert sind und so, und ein wahnsinns Monster-Performance. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Date hätte und sagen würde, okay, ich muss die Frau beeindrucken, würde ich den tragen. Sehr gut. Ja? Und du weißt, ich bin jetzt schon etwas älter und deswegen muss ich schon was haben, wo ich noch beeindrucken kann. Okay, ne? Verstehe. Sehr gut. Also deswegen ist das der. Also ist wirklich ganz, ganz grandios. Neben natürlich vielen anderen Sachen, die das sind, ist das wirklich eine ganz tolle, ganz tolle Geschichte. Ja. Wir kommen dann nochmal zu Villoresi. Villoresi ist historisch gesehen eine der ältesten Marken, die wir im Vertrieb haben, also die wir am längsten im Vertrieb haben. Ist eine Marke, die mir auch sehr ans Herz gewachsen ist, schon von Anfang an. Es ist für mich halt wirklich oldschool, oldschool, oldschool und wirklich sehr authentisch. Es ist nichts für, ich sage mal, jemand, der die neuesten Trends haben will. Die Düfte sind wirklich sehr klassisch, sehr strukturiert gehalten. Die Themen sind auch wirklich so, wie man sie früher umgesetzt hat. Und deswegen, es ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist einfach das Tolle an Villoresi, dass er einfach preislich nicht diese Dimension erreicht hat. Wir reden hier von irgendwie ein bisschen über 100 Euro für die 100 Milliliter, was wirklich eine tolle Sache ist. Ja. Und da gibt es zwei Düfte, die ich auch privat sehr viel trage und auch gerne trage. Das ist einmal aus der klassischen Kollektion. Die klassische ist immer diese blaue. Das ist einmal das Spezie. Das Spezie ist so quasi der toskanische Gewürzgarten. Und den finde ich wirklich ganz grandios, wenn man jemanden einen würzigen Duft sucht, der etwas ausgefallen ist, aber ohne jetzt diese, was man normalerweise so als Würze hat, sondern eben wirklich diese kräutrigen. Man merkt so richtig dieses, ich sage mal so, wenn man so ein Bouquet von Trockenkräutern hat, dann ist es so. Oder ich sage es mal ganz blöd, wenn man so diese italienischen Kräuter in so einem kauft im Supermarkt und dran riecht, das ist genau das, es ist trockene, das da ist.
wirklich ganz, ganz toller Duft. Trägt sich auch super gut am Körper. Mhm. Man hat eine ganz grüne, schöne Performance. Trotzdem ist man sehr stilistisch, irgendwie sehr individuell genommen und so. Deswegen finde ich den super, super gut. Mhm. Dazu muss man auch sagen, wir haben ja auch letztes Jahr das Atelier besichtigt. Ja, genau. Beziehungsweise dieses Museum von Villoresi. Genau. Ich werde mal schauen, dass ich, weil ich habe die Aufnahmen noch tatsächlich, dass ich die Aufnahmen mal zeige. Das ist wirklich, also der baut ja auch, die Kräuter findest du ja auch im Innenhof, muss genau, man sagen. Genau. Und deshalb... Das ist schon faszinierend, dass dann eben da ist. Dann, ich hoffe, dass er hier ist irgendwo. Ich muss mal schauen. Gut, also es ist dann noch Garofano, den haben wir jetzt nicht hier, den finde ich auch eben sehr cool. Und wenn jemand, ich werde oft gefragt, es ist nicht so mein Favorite, ne? Muss ich sagen, es ist nicht das, was ich jetzt zum Beispiel selber trage. Mhm. Aber ich werde oft gefragt nach so einem richtig klassischen, authentischen Vetiver-Duft. Mhm. Also was ist eigentlich Vetiver und nicht so... ja, abgemildert oder beziehungsweise irgendwie in der Rezeptur Vetiver drin, sondern so richtig der Crash von Vetiver. Und da muss ich sagen, es ist einfach dieser hier. Ja. So riecht Vetiver, dieses Rauchige, das da ist, das auch so ein bisschen fast ins Verbrannte geht, das erdig so, Verbrannte. Mhm. Und das ist eigentlich das Vetiver-Gras, wenn man es wirklich in einem großen Teil, da ist eben so eigentlich... ja, ich sage mal, so ein wirklich ein dominanter Teil vom Vetiver eben drin. Was ich selber noch gerne trage, im Sommer vor allem, ist Dilmun. Dilmun hat so ein bisschen diese grobe Vibes auch, also es ist mit Neroli. Und, dadurch hat es einfach diese Authentizität, die man für mich so mit Sommer, mit Wärme und sowas verbindet eben. Sehr starke Neroli-Noten, Orangen und so weiter, aber auch, ich sag mal, ein bisschen wärmer, fruchtige Sachen, die reingehen. Aber das ist so die so mein Pick, wenn ich es sagen würde, ich würde es im Sommer den tragen. Ne? Ja. Also das wären so die Sachen, die ich bei Villoresi mir sehen würde. Dann haben wir unten hier noch Histoire de Parfum. Eigentlich auch eine tolle Marke, ist so ein bisschen im Schattendasein, weil sie nicht so flashy ist wie viele andere, aber ist auch sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wirklich teilweise sehr tolle Düfte, ist aber so ein bisschen mehr Basic Stuff, ne? Es ist nicht so ausgefallen. Ganz toll sind natürlich die Blue Bottles, die da irgendwie zum Tragen kommen. Die sind sehr modern, von der Art, vom Ansatz her, aber ich pick jetzt mal einen raus. Und das ist der 1740, genau. Ja. Das ist so, ja, das kann man jetzt nicht jedem antun. Der ist ganz, ganz toll, finde ich. Aber wenn jemand mal sagt, ich möchte ein Statement setzen, dann kann man den definitiv setzen. Mhm. Das ist halt wirklich so ein richtig dunkler, Cognac-artiger Duft, der da ist. Der also wirklich auch so diese ganzen Boozy-Vibes extrem hat, sehr moderate Animalik da drin ist und so. Also wirklich, wo man sagt, okay, da habe ich einen Auftritt. Mhm. Das ist eine gute Geschichte, würde ich jetzt da so aus den Picken rausnehmen. Das sind ein paar andere, der Patchouli ist auch ganz, ganz gut, finde ich, gelungen als Patchouli-Duft. Aber das sind so die bei Histoire de Parfum. Ja. Hier haben wir neben ein paar verwaisten Terenzis, haben wir hier noch ein paar so Vintage-Sachen. Von Serjov, dass man mal sieht, wie die früher ausgeschaut haben. Also sicherlich das Bekannteste ist der Naxos. Das war also die frühere Aufmachung von Naxos. Und man sieht auch an der Farbe, dass es ein schön gereifter Naxos ist. Also der hat schön die Bernstein-Note voll drin. Ja, und den sprühen wir jetzt mal, ne? Weil Naxos ist ja so quasi... Ganz, ganz selten jetzt. Ja. Ist ja einer der Serjov-Düfte, ne? die man so kennt. Und auch bei den neueren ist es so, dass Nachreifen, und der ist natürlich jetzt sehr lange, sage ich mal, nachgereift, weil das ist, ich würde mal sagen, der ist mindestens 10 Jahre alt, wenn nicht mehr. Krass. Aber man merkt so, das ist die DNA, die ist da. Ja. Ich finde, sie ist halt ein bisschen stärker. Ne? Mhm. Und man hat also schon sehr schnell, ich finde, diese Honig-Tabak-Note mehr im Vordergrund. Die Frischen sind ein bisschen weg. Ne? Mhm. Und der ist schon gleich ein bisschen dunklerer als wie die. Ja. Wir können ja vergleichsweise den neuen Naxos sozusagen sprühen. Dann holen wir nochmal hier einen neuen Naxos. Wie so hier. Der jetzt auch gar nicht mehr so neu ist, wie man hier in der Farbe sieht. Mhm. Aber dennoch, Farbe ist nicht alles. Und da merkt man halt,
Das ist schon ein Unterschied. Das ist, ein Unterschied, ne? Das ist halt schon so, da ist irgendwie, man würde sagen, der ist eingekochter. Ne? Ja, so genau. Von der Art. Ne? Konzentrierter. Konzentrierter, ja, definitiv. Wow, Wahnsinn. Dann die früheren Stone-Label, die so ausgesehen haben. Da ist auch der Stein drauf, aber das ist jetzt ein, so wie die früheren Stone-Label waren. Dann eben die alten, die U-Stars, oder? Die alten Shooting Stars. Ach so. Die waren damals die Shooting Stars, auch in der Form mit dem Dings drauf, die da sind, die man hatte. Und da hinten die alten JTC, die ersten JTCs. Das waren die, na, das war die Flasche bei JTC. Ja. Fand ich eigentlich eine coole Flasche, aber man wollte danach einfach das Flaschenbild vereinheitlichen. Aber per se finde ich das echt eine coole Flasche. Von der Größe her und so war das echt eine gute Flasche gewesen. Mhm. Das war so die JTC-Geschichte. Da oben sind auch ein paar andere so Geschichten, so Vintage-Sachen, die wir von früheren Sachen auch so, die, also von Villorese, ein ganz alter, das war so die, wie Villorese es früher abgefüllt hat. Ich finde auch den Namen schon so spannend, Inglese. Okay. Inglese ist halt, wie gesagt, eben die Bezeichnung für Englisch. Ne? Und man hat da, ist eigentlich ein Lavendelduft. Mhm. Und man hat einfach beispielsweise gesagt, okay, also Lavendelduft ist ja mit den Engländern verbunden, also nennen wir ihn Inglese, also das italienische Wort für. Und man sieht da schon, da gab es früher nochmal extra den Sprüher. Ah, okay. Die Flasche war also nur zum, man hatte dann den Sprüher, dann konnte man reinschrauben und so selber. Ja. Alles heute Dinge, die man nicht mehr. Die man nicht mehr macht, ne? Die man machen, ja. Die man machen würde. Und nicht mehr machen darf. Das sind so auch das ist so eine Sache, die früher Check und Speak, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich kenne, ja, ich Kuba, glaube. Das war so, ja. Wenn man das, früher, bevor es Black Afghan und sowas gab, da war das die Referenz. Okay, sag ich jetzt mal von diesem Typus anduften. Da. Dann auch so ein Italiener da, Caraceni, da oben natürlich so Knietsche. Auch eine Marke, die wir mal im Vertrieb hatten, die aber nicht mehr existiert. Duft ist ein Wahnsinn. Also den Duft müsste man eigentlich mal wieder rausbringen als Herrenduft. Die Flasche ist sehr modern, sehr. Ja, man kann darüber streiten, ob man das mag. Das ist eine Marke aus England, aber der Duft, die haben nur den Duft und noch einen anderen gemacht, aber der Duft ist einfach der Wahnsinn. Und den sollte man sich wirklich mal überlegen, ob man den nicht rausbringt. Der hat so eine, auch so eine Busi-Note, also auch so fast alkoholisch, aber dann eben auch so diese lavendelige Bitterkeit drin. Mhm. Hat für mich so ein bisschen wie so ganz... herbes Bitterlikör oder Orange, Bitter-Orangen-Likör, sowas in der Art. Hm. Ganz tolle Geschichte, aber die Marke. Sehr, sehr oldschool. Sehr oldschool, ja. Die Marke gibt es jetzt nicht mehr. Ja. Ja, dann wechseln wir mal hier die Seite. Hier haben wir Panadora. Das ist eine Marke, die wir jetzt so ein bisschen seit, erst, wenn man so will, kürzer haben. Seit einem Jahr, glaube ich. Ja, so ein Jahr circa. Eine Marke, die sehr gut ankommt, die wirklich, man muss sagen, die Leute finden das ganz toll. Die Düfte kommen sehr gut an, also eine Marke, in der wir sehr viel Zukunft sehen. Die bringen auch sehr regelmäßig Neuheiten raus. Die letzten beiden ist eben der Moonlight und Forever Love. Und da muss ich sagen, sind schon wirklich so ein paar Sachen dabei, die auch schon so Kultcharakter haben, wie das Croquencial. Das ist so eine, ich sag mal, fruchtige, fruchtig, würzige, also es geht so ein bisschen in diese, wenn man so will, ja, Red-ish, Erba Pura, irgendwo diese Typologie, ne? Also es ist nicht der Duft selbst, sondern aber die Typologie, die finde ich schon faszinierend. Mein persönlicher Favorit ist der Accordidora. Mhm. Der, also jetzt irgendwie, wo haben wir hier, Accordidora, den finde ich einfach selber sehr, sehr gut und sehr treffend. Ja, und der hat so einen zitrischen Vibe, aber auch so ein bisschen so einen herbst-zitrischen Vibe. Ne? Mhm. Der so ein bisschen in diese, ja, ich finde so limettenartige die Geschichte reingeht. Finde ich ganz cool. Ja. Würde man es jetzt so assoziieren, weil man denkt, okay, das sind eher so dunklere Sachen, aber das ist eigentlich die ganz gut. Mhm. Die anderen sind auch, also es gibt einen, der sich ein bisschen schwer tut, das ist der Grand Mask. Den finde ich ja. Ja, es ist halt ein Aber super. Das ist halt ein Orientduft, ne? Genau. Also wirklich, voll der Kanne. Aber die anderen sind alle kommen sehr gut an. Ja,
Sehr schön. Dann haben wir Gritti. Gritti ist vielleicht die Marke mit dem stärksten Wachstum, die wir momentan haben. Mhm. Hat ein bisschen mit zu tun, also mit den Releases, die sie machen. Aber auch da gutes Preissegment, gute Positionierung und so weiter. Und da ist sicherlich einfach die Killer-Sachen sind im Sommer blauen. Diese blauen. Ja. Den Pomelo Sorrento, den kennst du ja, also Sprümer ist nicht unbedingt. In- und auswendig. Grapefruit-Explosion, wenn man so will. Mhm. Ich selber mag auch gerne Arancia Ambrata. Ja, ist bei mir auch so. Mag ich sehr gerne. Das ist einmal so für frische Thematiken, aber nicht nur frisch, sondern eben auch sommerliche Sachen. Mhm. Das ist ein ganz guter Pick. Dann die zwei neuen, Kill the Lights und Because I'm Free. Die finde ich auch gut. Dann die Weißen, die eigentlich prinzipiell so als Damendüfte ankonzipiert sind, aber ich finde, man kann die super auch als Herr tragen. Und da ist einer, es tut mir leid, dass sie den Namen gewählt haben. Also ich hätte zwar lieber einen anderen Namen gehabt, weil Jacqueline ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich so irgendwie... In Deutschland oder Jacqueline, würde man jetzt sagen. Aber ich finde, das ist ein Duft, den man als Herr gut tragen kann. Jetzt wird jemand sagen, ja, aber der ist so ein bisschen wie High Heel White und so. Also es ist einfach... Ich weiß den Labornamen. Es gibt ja immer diese Labornamen, wo man praktisch im Labor so einen Namen gibt und da heißt er Matroschka, also von den Puppen da. Ja. Und und ich finde, es ist ein Duft, der könnte gut auch als Herrenduft gehen, aber mit dem Namen wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe ein Bartöl, was genauso riecht tatsächlich. Das war, mit Sicherheit ein Unisex. Ja, auf jeden Fall. Dann die klassische, die eben so ein bisschen, oldschool ist, dann eben die zwei neueren, die Beyond the Wall und Yusuf Wayne, die super rankommen und die Privé, wo natürlich am meisten der Duquesa hervorsticht, dieser Kirschduft auch und der Fenice wegen dem Rot natürlich auch, das ist also ein Griller. Also eine sehr interessante Marke, Gritti, vor allem wenn jemand was sucht in einem akzeptableren Preisverhältnis. Ja, dann haben wir hier, also wir können jetzt nicht für jeder Marke alles rauf und runter, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen schnell durchlauf. Len, auch eine sehr interessante Marke, wunderschöne Boxen. Ich sage jetzt mal so, meine persönlichen Favoriten ist hier Just Roulette und Crystal Bomb. Das sind so die zwei, die ich am besten finde, wobei die eher Präferenz bei Just Roulette ist. Die Flakons sehr minimalistisch gehalten. Aber die Boxen sind dafür umso schöner. Dann Nobile mit Villoresi, eine unserer ältesten Marken im Vertrieb. Was habe ich früher? Früher habe ich Ponte Vecchio Man, habe eigentlich fast den als Signature getragen. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Auch heute noch greife ich immer wieder dazu, weil ich finde, es ist halt ein klassischer italienischer Irisduft, der wirklich, muss ich sagen, für wenn jemand so einen Herrenduft sucht, ohne Experimente, eine gute Lösung ist. In der Zwischenzeit viele den Rudis, so ein alkoholisch, orientalisch, bisschen so, ja auch so Buße-Geschichte. Dann eben die Café Chanton, die aber eher femininer sind. Libellole, was der erfolgreichste ist und so, wie das sind. Dann Aqua Alpes, ist mehr so ein bisschen basic. Ich sage mal so, das ist so, das können wir sagen, das ist jetzt nichts für Nischenfreaks. Na, das ist so, das sind schon ganz interessante Düfte dabei, aber das ist jetzt nichts, was jemand so ein bisschen abholt. Dafür haben sie auch einen sehr niedrigen Preis, muss man einfach sagen. Ich kann jetzt ja nicht mal sagen, was ich da Favoriten habe, aber wenn, dann ist 2.8 wäre so mein Ding da drin. Drunter Acqua di Genova, unsere erste Marke. Also mit der sind wir gestartet im Parfumbereich, weil ich die persönlich früher immer selber getragen habe. Schon seit dem Studium Zeiten habe ich im Aqua di Genova benutzt und danach habe ich gesagt, ja okay, dann fange ich jetzt mit der eigenen an. Sehr klassisches Cologne, sehr, sehr klassisch, ne? Also einfach so, wie man kennt, also wie eben Aqua di Parma, Cologne, Klassiker und so weiter, aber sehr, die Vintage-Flasche und so, aber sonst gibt es da nicht so viel, es gibt da noch zwei andere Düfte, 1853 Man und, aber eigentlich ist es die Cologne, ist das irgendwie das, da so, das Masterpiece ist, wenn man so diese Cologne-artigen Sachen eben will. Dann haben wir hier Nose Behind Sachen, also die nächsten zwei Walls sind Nose Behind. Yes. Einmal Soradora, auch eine Marke, die wir erst seit Kurzem haben. Sehr, sehr schönes Duftkonzept. Wirklich, wo ich sagen muss, die ganze Kollektion, jeder Duft
begeistert mich, was selten ist. Meistens ist es so, dass man sagt, ein Duft ist toll oder zwei Düfte oder drei Düfte, aber hier sind wirklich alle toll. Es ist nichts dabei, wo man sagt, boah, was ist das? Das habe ich noch nie gerochen, sondern es ist schon vieles, was man so assoziieren kann. Aber definitiv sehr gut gemacht, sehr raffiniert gemacht und so weiter. Dann haben wir hier Farmacia Santissima Annunziata, ein sehr theatralischer Name, aus 1561 Florenz. Eine Apotheke und die Apotheken in Florenz haben ja sehr große Tradition. Man sagt ja eigentlich, dass die ganze Parfumherstellung bzw. das, was wir heute als Parfum kennen, eigentlich ursprünglich aus diesen Apotheken entstanden ist. Sehr bekannt ist auch Santa Maria Novella, kennen sehr viele, aber es gibt eine ganze Reihe von da, die alle bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen, diese Apotheken. Und die haben halt früher Kräuter angebaut, haben destilliert, Tees, Tinkturen gemacht, Liköre und so weiter, aber eben auch so Wässer, wenn man so will. Viele davon wurden auch gemacht, um die Leute zu narkotisieren oder wieder von so einem schlechten Gemütszustand abzuholen. Man hat die also quasi damit aufgeweckt mit diesen Sachen. Es geht also wirklich sehr historisch zurück. Diese Apotheken haben sich bis zum heutigen Tag ja gehalten. Die gibt es auch immer alle noch. Natürlich ist es der Wandel der Zeit, hat das Sortiment eben verändert. Alle produzieren noch Düfte. Immer auch sehr klassische Dinge, aber natürlich jetzt nicht mehr das, was sie früher mal gemacht haben. Aber ich würde da immer auf so absolute Klassiker gehen und da ist es eben sicherlich der Anniversari, das ist zum Beispiel einer, der so ein Duft, der traditionell von denen immer gemacht worden ist. Cuoio Toscano ist es nicht so, aber das ist eigentlich das, was man dort früher hatte, eben dieses toskanische Leder, das war so die Referenz, die auch da ist. Und auch die Iris, war natürlich aus der Toskana, die Iris ist, Giardino dell'Iris, ist auch so diese Sache. Ich finde sehr gut, ist ein Oriental Kaspar, der hat früher eigentlich Patchouli geheißen und es ist auch ein Patchouli-Duft. Und ich finde den in der Kollektion als besonders hervorhebenswert, weil er weil man Patchouli-Duft ist immer so ein bisschen schwierig, weder er ist dann zu erdig, aber der hat so eine richtige Balance, trotzdem echter Patchouli zu sein, also nicht so Patchouli-like, sondern wirklich Patchouli, aber eben ohne diese wahnsinnige Erdigkeit, die zum Beispiel da ist, finde ich eine gute Alternative. Jo. Preislich auch interessantes, auf jeden Fall. Interessantes Level. Ja, fantastisch. Dann hier unten kommen wir zu auch wahrscheinlich bei Nose Behind das Neueste, Kind im Stall, und das ist Liquid Imaginaire. Für mich eine Marke, die ein Wahnsinnspotenzial hat. Also ich sehe diese Marke potenziell weit über vielen Marken, über die wir vorher gesprochen haben. Die Marke macht gerade einen Wandel durch, das heißt also die neuen Düfte, die alten waren so ein bisschen sehr mystisch angehaucht und die neuen sind jetzt mehr, sagen wir mal, offener, mehr massentauglicher auch von der Typologie her. Ich finde, man hat eine unique Aufmachung, ne, weil es ist halt doch schon ein speziell eigen gemachter Flakon mit dem Liquid Imaginaire Logo. Man hat diese Kappe, die sehr schwer ist und auch sehr schön ist, sich sehr gut integriert. Also man hat ein eigenes Flakondesign, das sehr ansprechend ist. Aber es ist vor allem die Düfte. Und da nehme ich jetzt mal zum Beispiel diesen einen hier. Dom Rosa, das ist mein Liebling hier in der Kollektion, unter anderem. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier halt grandios. Ne? Ja, der hat so diese Rose, die kommt dann im Hintergrund, die so ein bisschen fast, also dieses Karamellisierte der Rose hat. Es gibt in Frankreich so Rosenblätter, die in Zucker eingelegt sind. Die kriegt man so in Konditoreien, so hat es das. Dann aber eben auch dieses würzige, beziehungsweise das, sagen wir, harzige, das dann noch mit reinschwingt. Ich finde ihn ganz fantastisch. Dann der momentan so ein bisschen im Hype ist dieser Blanche Bette. Ja. Als Angelina sagt das so immer, Raffaello im Flakon. Ja. Also Kokos, der wurde letztes Jahr oder wann irgendwann wurde der lanciert. Und der ist natürlich klar, das ist ein super Kokosduft, ohne dass er jetzt eben diese sticky Kokosnuss, also so Sonnencreme-Kokosnussnoten hat. Ja. Ganz tolle, tolle Geschichte. Dann, ich glaube, der dir ganz gut gefällt, ist dieses Fortis-Thema, ja, oder? Auf jeden Fall. Genau. Das ist so diese klassische Variante von Liquid. War man hier, genau, die dunklere. Also wirklich eine Marke, wo ich sagen muss,
Leute, das werdet ihr noch merken. Ja. Und meistens täusche ich mich nicht, wenn ich sowas sage. Ich wurde schon so häufig auf den angesprochen, tatsächlich. Ja, ja. Also irgendwas hat der was. Ja, und es ist schon ein bisschen, ja, man kann jetzt sagen, so Black Afghano Lookalike Philosophie von der Art, ne? Aber ja, es ist doch eine sehr eigenständige Geschichte. Ich finde aber, die ganze Kollektion hat wirklich außergewöhnliche Sachen dabei. Wir riechen vielleicht nochmal den neuen da, M. Ducor. Mhm. Dass ich sagen muss, das ist wirklich eine tolle Kollektion zu einem sehr, sehr interessanten Preis mit sehr verschiedenen Düften, die wirklich vieles abdecken. Also man findet immer irgendwas, was da irgendwo in das reingeht, was man haben will. Also es ist nicht so, dass man sagt, es sind alles jetzt so dunkler oder alles fruchtiger oder alles sonst was. Und man hat wirklich ein ganz 360-Grad-Spektrum. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Dann kommen wir zu den letzten beiden. Das sind die Eigenproduktionen. Über die rede ich natürlich nicht so gerne. Also vielleicht zwei Dinge, dass man das einfach mal so versteht. Ich weiß, hier wird ja ganz viel Lob verteilt. Ein bisschen Hate auch, aber overall meistens Lob. Mhm. Hier ist der Hate ganz groß. Okay. Warum eckt diese Linie zum Beispiel von Nose Behind so an? Das ist, und das habe ich immer gesagt, was ist der Grund, warum habe ich das gemacht? Okay, abgesehen davon, Lizenz mit Roberto Golini, Zusammenarbeit und so. Aber das ist, ich hätte das auch irgendwie anders heißen können. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt diese Prägung ist. Es sind beide Linien, sind sehr eigentlich komplett von mir dominiert. Roberto, der sagt, mach du nur. Also ich finde immer alles gut, was du machst. Also er redet da null rein. Ne? Das hier ist für mich so, da will ich was machen, das gefällt, das die Leute abholt, was besonders ist. Und ich glaube auch, dass diese Marke noch viel Zeit vor sich hat. Die wird noch mal rauskommen. Da sind Düfte dabei wie 17 Rosso. Absolutes Performance-Monster. Was, ich sage mal, gar nichts im Hintertreffen gegenüber, was, wenn man will, Erba Pura oder sonst irgendwas hat. Mazzocco, ganz tolle Style auch. Oxford vor Rosso, Quattro Rosso und so. Auch der neue Giardino di Bobbio, also wirklich solche Sachen. Ja. Nose Behind ist experimentell. Da geht es eben darum zu sagen, okay, ich mache mal was Neues und damit schocke ich auch. Ich mache was, was die Leute sagen, okay, aber nicht eben, ah ja, okay, erinnert mich, bin ich familiär damit, kann ich mit was anfangen? Nein, es soll was sein, was die Leute irgendwie so absolut nicht abholt, was sie so triggert. Aber ich finde, das muss man machen, weil aus dieser Substrat heraus, damit meine ich nicht genau diese Düfte, aber aus dieser Konzeption heraus entstehen irgendwann mal neue Sachen. Weil aus den anderen Sachen ist es immer nur der x-te Lookalike wie das oder zumindest in die Richtung geht. Es muss gar nicht mal ein Klon sein, darum geht es nicht. Aber es ist halt wiederum so eine fruchtige DNA oder es ist halt so diese Duschgel-DNA oder das und das und das. Und hier wurde es ein bisschen aufgelöst. Es gibt einen, das ist Suits, da ist ein Kompromiss, aber ansonsten eigentlich nicht. Mein Favorit ist natürlich Kobe Garden als Minzduft, sehr puristisch, sehr minimalistisch. Aber eben, wo ich sage, okay, das ist eine Provokation. Aber man kann den tragen. Also die Leute sollten, viele sagen, oh Gott, kann man das tragen? Doch, das kann man sehr gut tragen. Also das finde ich halt, das ist so am Anfang sehr dieses Stechende, sehr Besondere, aber es ist halt wirklich so, wo man sagt, okay, da gibt es keine Alternative. Da gibt es nichts, was man noch mal irgendwo so hat in der Art und Weise. Ja. Und dann der, dir auch gut fällt, gefällt, Evelyn Montagne. Ja, das ist so der erste Duft, den ich gemacht habe. Ich finde, das ist der beste von der gesamten. Der allererste Duft, den ich gemacht habe. Ja. Und ja, das ist halt eben diese Leder, helles Leder, Iris, pudrig, arrogant, dominant, also präsent, ich bin da, aber eben nicht so kreischig, aber Wahnsinnspräsenz. Und eben dieser Mix zwischen Iris und auch diese leichten, hellen Ledernoten. Wenn man so mal so ein helles Leder nimmt und daran reibt, dann hat man das Gefühl, was das eigentlich so bedeutet, was das ist. Und das ist eben so das sind so die Picks. Faszinierend finde ich auch Bangkok Shock, weil der mich so irgendwie abholt und die anderen Sachen. Aber wie gesagt, das ist so das Thema bei Nose Behind. Bei Ugolini hatte ich eben schon gesagt, ja, also mein Favorit ist Quattro Rosso. Ich trage auch gerne Mazzocco. Trage ich heute zum Beispiel die Giacette Rosso. Ja, ich bin eigentlich mit allen so ganz familiär und finde die auch auf ihre Art alle irgendwie gut.
passen dann in der ganzen Sache. Früher habe ich immer Loafer, das war so mein früher Signaturduft eine Zeit lang. Aber ich habe nie so eine Dauersignaturgeschichte, weil das langweilt mich dann auch. Ne? Also ich möchte auch kein Signatur, aber ich habe trotzdem ein sehr enges Portfolio nur. Also ich habe nicht so viele Düfte, die ich trage, also verschiedene. Okay. Ja, das war so ein bisschen aus, aber im Prinzip ist das so ein bisschen der Overview über die Marken, die wir haben zwischen Classic Parfum und OSP1, mit vielleicht so ein paar Picks, die man nicht so auf dem Schirm hatte. Vieles davon kennt man eben. Super, okay, ich danke dir sehr, sehr herzlich für diese ausführliche Führung. Super cooler Showroom. Ich würde mir wünschen, dass jeder hier das mal auschecken kann, aber so dann eben erstmal nur digital. Genau. Sonst kommen hier zu viele Leute. Genau. Wir müssen ja was tun. Ja. Okay, ja, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und vielen Dank nochmal. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.